So, ist hier noch irgendwas? Nee. Meine Gesundheit sieht zumindest gut aus. Das freut mich ja. Gut, dann war's das wohl. Habe ich die ganzen Kackviecher hier endlich erledigt. Ein Träumchen, Leute. Ein Träumchen. Dann geht's jetzt endlich weiter. So. Oh, schon wieder gegen das Ding gekommen, sorry. Oh, nein. Jetzt fängt Automatron an. Ich meine, okay, das ist eigentlich gut, weil dann kommt gleich Ada dazu. Oh, hey, Entschuldigung, ich wollte nicht spoilern. Wir werden gleich freundliche Unterstützung bekommen. Hier ist ein Friedhof. Ja, da will ich noch nicht hin. Der ist mir gerade ein bisschen zu gruselig. I wish I had the better armor. Das ist hier doch jetzt der Mordenpond, oder? Ach. Ah, okay, ich weiß, wo ich hier bin. Ich werde mir das mal ganz kurz eben auf meiner Karte markieren. Covenant! Yay! So, ich hab's markiert, aber ich werde noch nicht reingehen. Oh, schon wieder 25% Hinkor. Was ich denke. Ja, das ist eine Siedlung da unten. Das da ist eine Siedlung. Oh, ich komme schon wieder gegen das Mikrofon. Ich bin noch ein Idiot heute. So, wir müssen hier vorne jetzt lang. Ich weiß, dass ich einen neuen Skill habe. Mache ich später. Alles gut, easy. Ach du Scheiße. Oh, fuck it. Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Oh, nein. Nein, 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 nein. Das könnte jetzt sein, dass wir das erste Mal sterben. Okay, Glowing Bloodbugs. Diese glühenden Stechmücken sind wirklich nicht zu unterschätzen. Oh, fuck. Whoa. Und die vampirischen erst recht nicht. Kann es sein, dass wir im
High-Level-Gebiet sind? Denn was hier ist, ist gerade echt ein bisschen krank. Wie weit sind wir denn entfernt von Morden? Wir sind nicht so weit weg. Okay, vielleicht sollte ich einfach nur rumgehen. Ah, oh, Kampfrüstung. Okay. Okay. Okay, das ist irgendwie eine Alpha-Box, die ich nicht öffnen kann. Weiß ich nicht warum. Okay. Sind wir mal vorsichtig und gehen einfach mal irgendwie ein bisschen rum. Vielleicht sehen uns dann diese übergroßen Blutkäfer ja nicht. Unser Begleiter ist natürlich jetzt nach Hause gegangen, unser Hündchen. Das semi-optimal, weil wir jetzt keinen Schutz mehr haben. Oh Gott, sag mir nicht, das sind Supermutants. Hier ist das Morden. Oh Gott. Vielleicht kann ich das ja auch großräumig umschiffen. Ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall, wie man sieht, hier ist High-Level-Gebiet. Das ist jetzt auf jeden Fall safe, dass wir hier noch nicht sein sollten eigentlich. Wärst du doch gleich nach Diamond City gegangen. Ich hab's dir gesagt. Ja, ich weiß. Das wäre einfacher gewesen, aber wer mag es denn schon einfach? Nur kleine Kiddies mögen es einfach. Delikatesse. Da wäre ich jetzt ganz gerne drin. Eine Chemstation. Sonst gibt's hier nichts. Nee. Ich muss zugeben, ich finde das gerade richtig spannend irgendwie. Weil ich das so in dem Sinne noch gar nicht gesehen habe, das Spiel. Okay, ich glaube, das kenne ich hier schon. Könnte. Wenn es das da ist, was ich denke, dann zugekettet. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Okay, dann sind wir mal vorsichtig und versuchen mal. Okay. Da ist jetzt nichts. Psst. Wir versuchen mal ein bisschen leise zu sein. Vielleicht hilft das ja. Wenn die von der anderen Seite zugekettet ist, wie soll man denn da reinkommen? Ich habe jetzt nämlich keine Öffnung gesehen. Ihr etwa? Hä? Okay, jetzt bin ich etwas überfragt. Wenn die von der Seite zugekettet ist, wie soll ich dann bitte schön da reinkommen? Okay, irgendwie unterirdisch. Was? Oh.
Na, komm, Kopf. 50% Chance zu nehmen. Wieso kann ich denn nicht? ...52... ...55... ...58... ...60. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. So, und wie komme ich jetzt in dieses verdammte Haus rein? Wenn es hier zugekettet ist, habe ich gerade gesagt, unterirdisch, ne? Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Okay, dann soll es wohl so sein. Oh, oh, nein. Das ist doch nicht, was ich denke, was es ist, oder? Oh doch, es ist genau das, was ich denke, was es ist. Und ich möchte hier nicht sein. Ich möchte hier wirklich gar nicht sein. Denn was hier ist, das, Hilfe? Nein. Ich möchte hier wirklich nicht sein. Danke. Ich möchte hier wirklich nicht sein. Wenn ihr wissen wollt, was da so schrecklich ist, dann guckt einfach selber. Maden, ne? Wenn ihr wissen wollt, was da ist, guckt einfach selber, denn ich möchte hier nicht spoilern. Aber ich sag nur, es ist wirklich ziemlich krass. Okay, das gefällt mir auch nicht, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. So, okay. Wie es aussieht, muss ich hier wohl doch rein, wa? Gibt es hier irgendwie so ein... Nee. Scheiße, ich muss da wirklich rein. Folge dem Notsignal. Ja, wollte ich doch gerade. Bitte lass mich das da nicht reingeben. Bitte sei außerhalb, bitte. 30. Was ist hier wirklich passiert? Ich bin gerade ein bisschen still gewesen, weil ich auf dieses Signal gehört habe. Ich bitte um Entschuldigung. Das war mir wichtig, dass ich das jetzt konzentriert finde.
Jetzt kann ich aber ein bisschen wieder reden, weil jetzt weiß ich ja, was war. Das nehme ich mit. Das, oh, kann man alles brauchen. Ist ja mal ein Wunder. Das kann man auch alles brauchen. So, also, wir haben es gefunden. 100% Stärke. Hier ist es. Ich gucke nochmal kurz hier ab. Hier haben wir nichts übersehen. Okay. Das nehmen wir mit. Das lassen wir mal liegen. Und hier ist auch nichts von Wert. Gut, dann wollen wir mal gucken. Schlachtfeld-Holomant. Ritter Wahrhams Holomarke. Fusion Cell. Okay. Dann muss ich mir das jetzt anhören. Das war... Wo war denn das jetzt hier? Schlachtfeld-Holomant. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Okay. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Warum? Verdammt! Astlin, Selbstzerstörung aktivieren. Ferris, zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung! Also muss ich jetzt zum Nationalgarde. Wie weit ist denn das entfernt? Nicht allzu weit. Zur Paladin Downs wäre es weiter. Oh Gott, dammit. Okay, ich hätte ja kein Problem damit, aber es gibt ein Problem. Und zwar sind auf dem Weg dahin verdammt viele Minen. Und Minen wissen wir natürlich. Oh, lecker. Ich habe gerade Hunger, das passt. Minen sind natürlich schwer zu sehen. Was wiederum bedeutet, dass wir ziemlich schnell am Arsch sein könnten. Ich weiß nicht, was es war. Ich möchte es jetzt aber auch nicht wissen. Oh. Wow. Oh Gott, ey, das Spiel überrascht mich immer wieder. Und du lebst noch. Du cheatest doch. Ja, ich wünschte, es wäre nicht so. Okay, das ist jetzt nichts, was nicht machbar wäre. Brauche bessere Schussfeld. Treffer 1. Treffer 2. Treffer 3. Kurze Deckung. Und bestätigter Abschuss. Treffer 1. Oh Gott, da unten läuft was. Warum schießt es eigentlich nur auf mich? Und warum wackelt hier alles so? Sind die Gute tot? Es wäre natürlich sehr gut, wenn das Ding die ja, ich glaube, das Teil hat die Gude auch vernichtet. Okay, die ist weit weg. Die interessiert mich jetzt. Nee. Warum, bitte, lebt er noch? Und warum schießt er nur auf mich? Das ist doch total unfair. Aua. Alter, das hat voll die Macken.
Rüstungsdurchschlagung, ey. Okay, ich muss mich mal kurz aus der Reichweite dieses komischen Turms und des Ghouls. Sprich, hier hin. So, und von hier aus habe ich hier dann eigentlich Schuss. Oh Gott, ist der nervig. Ich wünschte, ich hätte ein Zielfernrohr. Müsste mir die eigentlich ins Visier laufen. Okay, hab ich gesehen. Alter. Fuck you. Simply fuck you. Ich brauch mal ganz schön was zu trinken hier. Ah, diese Gude, ey, ich hasse sie. Wechsel doch die Waffe, bitte. Okay. Mann. Alles muss man hier. Selber machen. Ganze Scheiße hier. Ja, natürlich triffst du mich. Ist ja vollkommen legitim. Oh Gott, damit. Jetzt haben wir's. Immer noch eine Splittermine irgendwo, oder? Bin ich jetzt blöde. Ach, guck mal. Was ist denn da? Abgeschlossen. Ja, danke. Ah, toll. Es ist sehr wieder so schön, um dort zu sein. Machen wir mal kurz, ganz kurz einmal auf T, da. So. Dann wollen wir mal. Na also. Das wär's. T51 und wir hatten T54. Es tut mir leid, aber die ist einfach besser. Nice. Früher oder später hole ich dich wieder. Denn wenn man es weiß, ist es einfach. So. Wie gesagt, wenn man es weiß, ist es einfach. Ah, der ist mal eben umgekippt hier, der Vertibird. Traurig, aber wahr. So, hier war ja nichts, soweit ich weiß. Nee, das war alles empty. Hier könnte ich verkochen, wenn ich lustig bin. Hier unten sind Gude drin. Das weiß ich.
Wo? Und da oben ist noch ein Turm. Ich muss da oben auf den Motor kommen. Schade, dass ich die nicht von nahen einfach so rausreißen kann. So. Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn man einfach so von vorne hinlaufen, also hinten dran laufen kann und dann einfach so die Schaltkreise rausreißen kann. So. Luke öffnen, reingreifen, zack, kaputt. Wäre schön. Aber leider geht das nicht. Und das hier kriege ich auch nicht auf. Okay, das Ding. Ich weiß nicht wie, wann, wo es aktiviert wird. Aber es ist aktiv und es ist scheiße. Ich weiß nicht, ob es aktiviert. Ja, wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, dann wird es wahrscheinlich aktiviert. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade echt keine Lust, dem Ding über den Weg zu laufen. Wenn ich das mal so sagen darf. Hä? Soll ich nicht eigentlich hier hin? Muss ich ein neues Signal. Also. Wenn ich das nicht gekriegt hätte, das wäre ja peinlich. Das sieht echt real aus. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber warum bluten Gude noch? Naja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt rein muss. Ich habe keine Lust, aber es muss sein.